Mein Name ist Dr. Arne König. Ich bin Facharzt für Oralchirurgie und bin im OBI-Zentrum in Darmstadt tätig und will heute für Sie einen Vortrag halten über Knochenersatzmaterialien, die allerdings aus dem humanen Teil kommen, also die, bei denen es sich nicht um synthetische Materialien handelt. Warum als erstes das Bild des Tafelberges in Südafrika in Kapstadt mit den Wolken? Weil sich in der Zahnmedizin in den letzten Jahren sehr viel geändert hat und sich auch in Zukunft sehr viel ändern wird und diese Änderungen sehr schnell vorgenommen werden. Deswegen haben wir das Bild gewählt. Unser Titel heute, die Augmentation mit humanen Spendermaterialien aus der Tüte, hieß es. Dabei sehen Sie, dass Tüte bedeutet jetzt nicht unbedingt ein billiges Material, sondern besteht aus mehreren Komponenten. Und wir wollen versuchen, mit dem humanen Spendermaterialien doch nach dem Goldstandard zu streben, ohne jedoch zusätzlich Knochenentnahme beim Patienten im Sinne einer zweiten Operation vornehmen zu müssen. Was allerdings ist die Ausgangsüberlegung nach langjährigem zurückliegendem Zahnverlust? Kann so ein Knochenaufbau vorgenommen werden oder notwendig sein aufgrund atrophischer Kieferverhältnisse und zur Gewinnung von vertikalem Knochen, um dann später möglicherweise implantologisch tätig werden zu können? Wichtig ist vor allen Dingen, ohne knöcherne Augmentation des Sinusbodens kommt es zu technischen und biologischen Komplikationen. Wir wollen uns also zunächst am Sinusboden ein wenig entlanghangeln. Die Knochenprobleme oder beziehungsweise der Knochenaufbau, das ist kein neues Phänomen in unserer heutigen Zeit, sondern bereits Leonardo da Vinci hat in anatomischen Studien gezeigt, dass der Oberkiefer, wenn er eben sich, wenn man sich hier den Seitenzahnbereich anguckt, dann doch sehr nahen Kontakt zur Kieferhöhle hat. Und dieser Kieferhöhlenkontakt dann bei Zahnverlust zu Problemen führen kann. Der Knochenaufbau in der Medizingeschichte, Sie sehen, dass das bereits viele Jahrhunderte zurückgeht. 1668 hat bereits Joop van Merkeren Schädeldefekte mit Hundeknochen gedeckt. 1820, also gut 200 Jahre später, kam es dann zur ersten autogenen kranialen Knochenplastik durch den Kollegen Walter. 1880 wurden erste Knochentransplantationen von Mensch zu Mensch durchgeführt. Sie sehen also, dass das hier schon etwas zurückliegt, gut über 100 Jahre, die ersten Versuche, Knochen zu transplantieren. 1947, das ist vielleicht noch ein Augenmerk, ist die erste Knochenbank in den USA gegründet worden. 1951 hat man dann mit gefriergetrockneten Knochen in den USA mit der Produktion begonnen. Und 1965 dann wurde der erste Nachweis von knochenbildenden Hormonen beschrieben. Es hat dann etliche Jahre gedauert, bis zu den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, in denen dann Knochenersatzmaterialien entwickelt wurden. Das lag einfach daran, dass die Patienten und aber auch die Ärzte sich nicht ganz sicher waren, ob das mit den direkten Knochentransplantaten wirklich funktioniert. 1982 bis 1990 wurden die Knochenersatzmaterialien dann wirklich systematisch eingesetzt. Das war eigentlich so die Hochzeit dieser Knochenersatzmaterialien. Ab 1995 hat man dann Knochenaufbaumaterialien und bioaktive Knochenbildungssubstrate entwickelt. Und ab 2002 wurden diese Knochenaufbauverfahren über verschiedene Vorgehensmaßnahmen dann verbessert. Wir werden das im Einzelnen an den Folien noch sehen. Nochmal zu den anatomischen Verhältnissen. Auf der linken Seite sehen Sie ein Bild, wie stark der Knochenverlust sein kann. Also mit einer sehr geringen Knochenhöhe zum Sinus, nur gut 5 bis 6 Millimetern. Auch wenn es zwar heute sogenannte Short-Implantate gibt, bei denen also wirklich mit ganz kurzen Implantaten gearbeitet werden kann, muss man doch sagen, ist bei einer Restknochenhöhe von 5 bis 6 Millimetern eindeutig
ein Knochenaufbau notwendig. Auf der rechten Seite unten sehen Sie das Pendant als OPG, als Panoramaschichtaufnahme. Auch hier ist zu dem vorhandenen Sinus auf der linken Seite zu wenig Knochen vorhanden, um hier erfolgreich implantieren zu können. Hier ist also auf jeden Fall erstmal ein Sinuslift notwendig. Schon an dieser Stelle kann man sagen, was zusätzlich zu der normalen Panoramaschichtaufnahme heute nicht mehr fehlen sollte, ist die digitale Volumentomographie, um sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen das Knochenangebot genau bestimmen zu können, um dann den Patienten auch entsprechend aufklären zu können, ob hier ein interner oder ein externer Sinuslift vonnöten ist. Nochmal zu den anatomischen Verhältnissen. Wir sehen hier einen Querschnitt durch den Schädel, die mediale Begrenzung zur Nasenhöhle, lateral durch die Knochenwand der Wange und der Jochbeinwurzel wird die Kieferhöhle begrenzt. Kranial bildet sich der Orbitaboden und caudal liegt dann der Sinusboden mit den Wurzelspitzen der Oberkieferseitenzähne. Was haben wir jetzt für Möglichkeiten des Knochenersatzes? Zum einen der Sinuslift, hier einmal das zweizeitige Verfahren, das sicherlich ein Verfahren ist, dem der Vorzug zu geben ist, denn zunächst mal sollte man den Sinuslift vornehmen, das Knochenmaterial in Ruhe einheilen lassen, um dann später implantologisch tätig zu werden. Natürlich ist auch ein einseitiges Verfahren machbar. Allerdings bedarf das sehr viel Erfahrung und man sollte versuchen, nicht große Knochenstrecken, also fehlende Knochenhöhen, damit zu ersetzen, sondern das sollte sich hierbei nur um 1 oder 2 Millimetern des Verlustes handeln. Größere Operationen wären dann die Le Fort-1-Osteotomie, aber auch laterale Augmentationen mit Beckenspan sind natürlich durchführbar. Allerdings sind das zwei Verfahren, die sicherlich nicht in der alltäglichen Praxis durchgeführt werden, sondern weil es auch meistens in Vollnarkose stattfindet, in Intubationsnarkose, dann eher an einem Zentrum, also an einer Klinik. Welche Materialien des Knochenersatzes stehen uns zunächst zur Verfügung? Der Golden Standard ist sicherlich der autologe Knochen, also aus dem Patienten selber, aber auch Mischungen aus autologen Knochen und Knochenersatzmaterialien und seit einigen Jahren die Bone Morphogenics Proteins. Der Sinuslift, die Entnahmeregionen für den autologen Knochen sind hier die bekannten 5, einmal die Tuber maxillae, aber auch die Linea obliqua, die Kinnregion. Ich komme nochmal darauf zurück, welche Risiken und welche Nebenwirkungen sozusagen damit verbunden sind. Und dann die beiden anderen, der Beckenkamm, aber auch der Tibiakopf. Das sind zwei Operationsverfahren, zwei Entnahmeregionen, die auch in der alltäglichen Praxis eher eine Ausnahme darstellen. Wir haben das hier bei uns im OPI-Zentrum in Darmstadt zwar mal gemacht, Tibiakopf, dort Knochenentnahme. Und auch da wird natürlich viel autologer Knochen gewonnen. Aber es bedarf einfach einer unheimlichen Logistik. Man braucht einen Anästhesisten für die Vollnarkose. Man braucht eigentlich eine Belegstation, um den Patienten noch postoperativ versorgen zu können. Also kein alltägliches Verfahren. Welche Risiken auf der anderen Seite bietet mir dieser Sinuslift? Einmal natürlich die Infektionen. Nach einer Sinuslift-Operation kann es zu einer akuten Sinusitis kommen. Aber auch während der Operation intraoperativ kann es zur Perforation zur Nasenhöhle, zur Perforation der Kieferhöhlenschleimhaut kommen. Postoperativ ist natürlich auch der Transplantatverlust zu nennen, der nicht immer gelingt, ein Sinuslift mit autologen Knochen, das hängt immer auch etwas von dem Restknochen, der an dem Oberkiefer vorhanden ist, hängt das ab.
Verletzungen von Nachbarstrukturen wie Zahnwurzeln sind natürlich denkbar, wenn das nur sich um eine sehr enge Region handelt, in der ich den Sinuslift durchgeführt habe. Das postoperative Hämatom, aber auch neuralgische Beschwerden werden teilweise von den Patienten beschrieben. Die beiden Lästen, das postoperative Hämatom und die neuralgischen Beschwerden, sind sicherlich Beschwerden, die nur temporär zu sehen sind. Wir sehen hier an den beiden OP-Bildern der Sinuslift im zweizeitigen Vorgehen. Im Bild links oben sehen Sie die Präparation des Knochenfensters, noch mit einem Diamanten durchgeführt. Mittlerweile machen wir das mit einem Piezo-Gerät, einfach um das Verletzungsrisiko der Schneiderschen Membran, also zu der Kieferhöhle, zu minimieren. Wenn das Fenster dann präpariert ist, das Knochenfenster, wird es vorsichtig mit der Schneiderschen Membran mobilisiert, also nach innen in die Kieferhöhle eingeklappt. Und dann wird die Region, also der Hohlraum zwischen dem Knochenfenster und dem Restknochen des Patienten, dann aufgefüllt. Hier in diesem Fall ist das mit Cerabon aufgefüllt worden. Und dann wird das mit einer Membran abgedeckt, wie hier ist beispielsweise die Jason-Membran von Botes. Und diese Membran wird dann nach Palatinal geschlagen und der Mukoperiostlappen dann nach Palatinal vernäht. Nach der OP wird grundsätzlich eine Panorama-Schichtaufnahme durchgeführt. Sie sehen, auf beiden Seiten ist hier ein Sinuslift vorgenommen worden mit Cerabone. Und diese Panorama-Schichtaufnahme ist natürlich nur ein bedingt gutes Bild. Auch hier wäre eigentlich mittlerweile zu empfehlen eine digitale Volumentomographie, denn ich kann hier nicht beurteilen, wie weit nach sagittal das Knochenersatzmaterial bzw. nach medial das Knochenersatzmaterial gestopft wurde. Aber bei dieser Operation weiß ich, dass das gut gelungen ist. Nach rund 6 Monaten, das ist die übliche Verheilphase für diesen Sinuslift, für diesen ersten Aufbau, wird dann das Knochenaufbaumaterial nochmal begutachtet. Also auch hier wird nochmal eine Panoramaschichtaufnahme durchgeführt. Wir sehen, dass zwar noch das begrenzt ist, aber wir können, glaube ich, deutlich erkennen, dass der Großteil des Knochenaufbaumaterials in ortsständigen Knochen umgewandelt wurde. Danach sind dann die Implantate inseriert worden und wenn man das, man kann das jetzt hier vielleicht nicht so gut erkennen, aber man sieht, dass die Implantate nicht in die Kieferhöhle perforiert sind, sodass man das als gelungene Operation bezeichnen kann. Nach einer Heilzeit der Implantate von weiteren 3 Monaten sind dann die Implantatbrücken eingesetzt worden und damit lebt der Patient auch heute noch. Ich hatte vorhin schon angesprochen, die Risiken. Hier sehen Sie zum Beispiel eine doppelte Perforation der Schneiderschen Membran. Das ist einfach ein Risiko, was immer wieder häufiger vorkommt oder vorkommen kann. Deswegen gibt es dann zwei Varianten, die Operation fortzusetzen. Also entweder breche ich sie dann ab, weil ich wirklich sage, okay, die Perforationsstelle ist einfach zu groß. Oder ich decke sie mit einer Membran ab und kann dann eben weiter operieren. In diesem Verfahren, jetzt sehen Sie die Entnahme von einem Knochendeckel aus der Seitenregion, aus der Achterregion, Regio 4-8 und pardon, Regio 4-8. Und dieser Deckel ist zur Peri-Implantitis-Therapie verwendet worden. Sie sehen hier zwei inserierte Implantate, bei denen eine große Peri-Implantitis aufgetreten ist. Das ist gereinigt worden und mittlerweile entzündungsfrei. Aber nach vestibulär fehlt eben ein großes Knochenfeld. Und jetzt gibt es die Überlegung, was mache ich nun? Also entweder mit autologen Knochen zu arbeiten oder wir werden später noch sehen, mit anderen Möglichkeiten, eben autogenen
Hier haben wir das jetzt mit Autologen, mit einer Autologen-Knochenplatte durchgeführt, haben die mit Osteosyntheseschrauben von vestibulär fixiert. Und haben dann, das fehlt jetzt leider, haben dieses Feld, das ist hier leider nicht sehr gut zu erkennen, dann mit Knochenersatzmaterial aufgefüllt. Auch mit Cerabon ist das hier gemacht worden. Dann mit einer Membran abgedeckt und dann eben wieder vernäht. Aber hier ist das, kann man das jetzt als gelungen bezeichnen. Aber was ist das Risiko, was ich letztendlich ja bei allen Sinusdiffs habe? Sie sehen zwischen diesen beiden, also in dieser Schaltlücke, sehen Sie einen starken schüsselförmigen Einbruch. Und diesen schüsselförmigen Einbruch, wenn ich das jetzt nur mit einem Sinuslift lösen möchte, müsste ich dann später durch eine lange Krone ausgleichen. Diese lange Krone würde bedeuten, dass er einfach ein ästhetisch unzufriedenes Ergebnis gibt. Wir haben das dann, solche Situationen dann anders, kann man anders lösen, indem man eben dieses Feld nicht mit einem Sinuslift bearbeitet, sondern Sie sehen vielleicht, dass hier zwei Knochendeckel verwendet worden sind. Diese Knochendeckel sind zusätzlich mit Knochenersatzmaterial aufgefüllt worden, dieser Defekt. Und Sie sehen dadurch, dass wir jetzt hier den Knochendeckel eingearbeitet haben, dass schon eine Höhe im Bereich von zervikal erreicht worden ist. Das heißt, später ist die klinische Krone, dann entspricht die der natürlichen Krone und dadurch erzielen wir ein hohes ästhetisches Ergebnis. Das Ganze ist dann wieder mit einer Membran abgedeckt worden, wie Sie das vorhin schon gesehen haben. Dann wird der Mukoperiostlappen zurückgeschlagen und vernäht und nach der Verheil Zeit wird das dann prothetisch versorgt und ich denke, dass man wirklich hier sagen kann, dass man hier ein hohes ästhetisches Ergebnis erzielt hat. Nochmal vielleicht eine kleine Übersicht, welche Knochenersatzmaterialien stehen uns heute zur Verfügung. Das sind einmal die Autogenen, über die wir schon gesprochen haben, also Spongiosa-Transplantate oder Compacta-Transplantate. Aber auch Allogene stehen uns zur Verfügung, dazu kommen wir noch. Xenogene wie das Bios und Kollos haben wir lange in der Praxis verwendet, sind aber davon vor vielen Jahren schon abgekommen. Alle plastische Materialien wie das Tricalciumphosphat, aber auch gentechnisch, wobei die gentechnischen Knochenersatzmaterialien sicherlich in der täglichen Praxis wenig Anwendung finden. Xenogene Materialien entsprechen zwar der natürlichen Knochenarchitektur, sind aber auf der anderen Seite osteoinduktiv, sie sind allergisierend und man hat auch mal eine also eine Erregerübertragung diskutiert. Deswegen ist das Material insgesamt zwar funktionsfähig, aber nicht so hoch anzusehen wie das autologe oder eben die allogenen Materialien. Auch das Kollos ist zwar osteokonduktiv und entspricht auch der natürlichen Knochenarchitektur, aber alleine die watteähnliche Substanz hat vom Handling, zumindest in meinen Augen, eigentlich große Nachteile, sodass wir das überhaupt gar nicht mehr in unserer Praxis verwenden. Tja, dann so die 90er Jahre, alle plastischen Materialien wie das Cerasorb waren dann groß im Kommen gewesen. Man hatte einen Materialüberfluss, Osteokonduktivität wurde diskutiert. Sie sind allerdings schwer abbaubar und man muss ganz klar sagen, es handelt sich hierbei um reine Füllkörper. Zwar werden die wirklich knöchern eingebaut und sie haben natürlich auch ihre Berechtigung. Aber diese Tatsache, dass sie eben reine Füllkörper sind, kann man eben, muss man ganz klar sagen, ist die Indikation für diese Materialien sehr eng zu stellen und sie bieten nicht die große
Variabilität. Tja, wer die Qual hat, wer die Wahl hat, hat die Qual. Sie sehen einfach, ich habe mal so eine Liste rausgesucht an Knochenersatzmaterialien. Davon ist der Markt natürlich voll. Die wollen wir gar nicht jetzt im Einzelnen durchgehen. Sie haben alle ihre Vorteile und Nachteile, aber wie gesagt, vor allen Dingen haben sie eine eingeschränkte Indikation. Aber für welches Knochenaufbausubstrat entscheide ich mich eigentlich? Und ganz zu oberst steht natürlich die Bioverträglichkeit, aber auch die Biokompatibilität, die Bioresorbierbarkeit, das heißt die in simultan zu der Knochenneubildung eine höhere Löslichkeit des Materials muss gegeben sein, angepasst an den natürlichen Knochenaufbau. Es sollte Radioopazität haben, damit wir es eben röntgenologisch mitverfolgen können. Dürfen keine Infektionsrisiken vorhanden sein. Das heißt, forensisch muss es einfach eine sichere Anwendung geben. Es sollte eine interkonnektierende Mikroporosität vorhanden sein, ein festes Gefüge, aber auch wieder leicht klinisch anwendbar. Das ist relativ schwierig. Ich hatte Ihnen gerade das Kollos gezeigt. Das ist weder ein festes Gefüge noch, finde ich, leicht klinisch anzuwenden. Es darf natürlich nicht vorzeitig zerfallen, darf keine unerwünschte Makrophagenaktivität hervorrufen. Die unterschiedlichen Granulatformen, Schüttungen sind ja, differenziert zu sehen. Und es sollte natürlich ausreichend klinisch erprobt sein, zumindest was die Literatur hergibt. Also eine große Liste an eine große Anforderung, die wir eigentlich an Knochenaufbausubstrate haben. Und wenn man sich die Knochenersatzmaterialien und dabei ganz bewusst jetzt die Betonung auf Ersatz anguckt, dann haben nicht alle erfüllen nicht alle Materialien alle Faktoren oder alle Kriterien, die ich hier aufgezählt habe. Wir schauen uns mal eine Augmentation im Frontzahnbereich an. Auch hier ist Knochenersatzmaterial angewendet worden und das hat auch erfolgreich funktioniert. Aber diese Anwendung des Knochenersatzmaterials hat einfach den Nachteil, dass ein relativ großer Teil resorbiert wird. Das heißt, ich laufe Gefahr, dass vor allen Dingen im Bereich der klinischen Krone hier ein hoher Anteil an Resorption stattfindet, sodass ich dann auf einmal eine lange klinische Krone verwenden muss. Ich laufe außerdem Gefahr, dass in der vestibulo-oralen Richtung es zur Resorption kommt und ich eventuell gar nicht die gewünschte Kiefer, also die von bei der lateralen Augmentation, die gewünschte Kieferkammbreite erreiche, die ich erreichen möchte. Vor gut 2 Jahren haben wir dann in Zusammenarbeit mit Botes uns auf den Weg sozusagen gemacht, humane Knochenmaterialien zu verwenden und sind dabei auf den Bone Builder gestoßen. Und wenn man den Bone Builder sich anguckt, dann ist man natürlich erstmal etwas skeptisch. Allerdings kann ich schon vorwegschicken, die Patientenakzeptanz gegenüber einem allogenen Knochenblock ist höher, als ich für mich jemals gedacht habe. Diese Bonebilder sind vorfabriziert, sie sind vor allen Dingen individuell auf den Patientendefekt angepasst. Und das ist natürlich der große Vorteil. Das heißt, im Vorfeld wird eine digitale Volumentomographie durchgeführt, was ich ohnehin bei jedem Implantatpatienten durchführen lasse. Und anhand der Daten, die mir da zur Verfügung stehen, der sogenannten DICOM-Dateien, wird dann das wie ein fehlendes Puzzleteil dieser Bonebilder auf diesen Patientendefekt individuell angepasst. Es handelt sich natürlich um einen allogenen Knochenblock aus dem Oberschenkelkopf. Die Entnahme und manuelle Anpassung von autologen Transplantaten entfällt aber damit. Und das ist sicherlich ein großer Vorteil, denn wir wissen, je mehr Operationsfelder ich gleichzeitig innerhalb eines OPs laufen habe, desto höher ist natürlich auch das Infektionsrisiko. Ich habe damit ein niedriges Schmerzpotenzial,
Aber auch die Entnahmestellenmobilität ist erniedrigt. Und insgesamt steht mir oder beziehungsweise dem Patienten eine kürzere Operationszeit bevor. Ein großer Vorteil. Was ist die Technologie? Ich habe auf der Basis, wie ich gerade eben schon sagte, einen CT- oder DVD-Scan des Kieferdefektes. Das passende Knochenimplantat wird mit Hilfe einer 3D-Planungssoftware entworfen. Aus diesem Datensatz wird dann in der Cell and Tissue Bank in Austria ein patientenindividueller Knochenblock gefräst und der kann direkt im Defekt eingesetzt werden. Wir werden das noch in einem kleinen Video sehen. Man muss wirklich sagen, die einigen Fälle, die ich gemacht habe, das sind jetzt schon eine ganze Menge, die sind wirklich wie ein Puzzleteil, passt eben dieser Bone Builder dann in den Knochendefekt und heilt dort über 4 bis 6 Monate ein. Hier mal ein Bild, eine Patientin mit einer Schaltlücke. Und bei der Schnittführung mache ich, die markiere ich mir manchmal. Dann das fehlende Knochenstück. So sieht der Bone Builder aus. Ich tränke den ganz gerne vorher in Eigenblut und die beiden Osteosyntheseschrauben, die Öffnung dafür bohre ich mir schon vor, sodass ich dann die beiden Osteosyntheseschrauben schon ansetzen kann. Setze dann diesen Knochenblock ein und Sie können, glaube ich, an der Aufnahme schon ganz gut erkennen, dass wirklich jetzt hier der Kieferkamm in der Breite wirklich erreicht wird oder wurde, wie ich das eben gerne hätte. Dann wird er mit diesen zwei Osteosyntheseschrauben fixiert. Sie sehen vielleicht an der Seite, dass natürlich es zur etwas zur Kantenbildung zwangsläufig kommt. Diese Kanten fülle ich dann eben auf. Und wenn das dann aufgefüllt ist, wird zum Schutze dieses Bone Builders eine Membran, eine JSON-Membran übergeschlagen und darüber dann der Mukoperiostlappen nach oral vernäht. Und damit wir mal so eine ungefähre Vorstellung davon bekommen, habe ich Ihnen ein Video von einer OP mitgebracht. Und wir lassen das Video jetzt einfach mal laufen. Ich werde das etwas kommentieren. Sie sehen, dem Patienten im Oberkiefer fehlen die Zähne 1, 2 bis 2, 2. Bevor wir beginnen, wird terminal anästhesiert. Für die dann erforderliche Schnittführung. Einmal von vestibulär und dann auch von palatinal. Und Foramen incisivus. So, dann von der Schnittführung her läuft das so, dass ich am distalen Teil Regio 2, 3, 2, 4 den Entlastungsschnitt setze und eben im Pendant auf der anderen Seite 1, 4, 1, 3. Dann nach palatinal versetzt erfolgt dann die Schnittführung und ruhig so weit palatinal, wie es eben geht, um dann später erstens den Knochenblock sicher setzen zu können. Und auch später die Membran dann sicher fixieren zu können und einschlagen zu können. Am Foramen incisivus habe ich die Papille ausgeschnitten. Dann wird mit einem Raspatorium der gesamte Mukoperiostlappen mobilisiert. Nicht so einfach, weil nach der Zahnentfernung und der Verheilzeit das Gewebe etwas derb und narbig wird.
Der Patient ist übrigens 56 Jahre alt. Das nur als Information. Und Sie sehen vielleicht schon bei der Mobilisation des Mukoperiostlappens, dass wirklich der zur Verfügung stehende Restknochen der Kieferkammer alles andere als breit ist, sondern wirklich relativ schmal. Also auf jeden Fall so, dass man dort keine Implantate setzen kann. Beim Spinahaken wird das dann abgehalten. Und ich entnehme hier vor allen Dingen der Vorteil, wenn das blutet, entnehme ich mir dann hier noch Eigenblut. So, das ist der Bone Builder. So bekomme ich den geschickt. Nochmal von allen Seiten betrachtet. Und der Vorteil vor allen Dingen dieses Bone Builders ist, dass es keine poröse Struktur hat. Das heißt, also nicht leicht zerbröselt, sondern es behält wirklich die Qualität eines Knochens. Bei der Größe zwischen 1, 2 und 2 müssen Sie natürlich zwei Blöcke bestellen und verschrauben. Das kann man nicht in einem Stück machen. So, nachdem ich dann festgestellt habe, dass das so passt, wie ich mir das vorstelle, werden die beiden Osteosyntheseschrauben angebracht, sodass der Bonebilder gut und sicher fixiert werden kann. Dabei muss der Bonebilder jetzt nicht mit ungeheurer Kraft verschraubt werden, sondern so, dass er gerade sicher und stabil sitzt. Und wenn Sie jetzt hier schon sehen, den zweiten Bonebilder angebracht, dann sehen Sie, glaube ich, oder können, glaube ich, gut erkennen, dass hier ein ausreichend breiter Kieferkamm geschaffen wurde, zumindest im Maß und auch später nach der Verheilzeit dann geschaffen ist. Den Bodenbilder gut fixieren, bohre ich dann durch und habe dann auf der Knochenseite dann das Loch und kann dann auch hier die beiden Osteosyntheseschrauben setzen. Es gab schon Jahre vor dem Bone Builder mit Knochenersatzmaterialien Blöcke. Allerdings sind die aufgrund ihrer Beschaffenheit meistens zerbrochen, sodass wir von deren Anwendung schnell wieder abgekommen sind. Diese Gefahr haben Sie bei dem Knochenblock hier nicht. Dann werden die beiden Osteosyntheseschrauben gesetzt. Und damit auch der zweite Block sicher fixiert. Sie sehen vor allen Dingen den zweiten Vorteil, dass die Bone Builder sofort, wie auch schon in der Operation, sehr gut von Eigenblut durchtränkt werden. Und damit letztendlich die ganzen positiven Faktoren, Enzyme, Proteine etc. schon gleich sich dort einlagern. Jetzt wird die Membran angepasst, natürlich auch ein sehr großes Stück. Manchmal ist auch eine zweite Membran dann notwendig. Wird dann mit Friusnägeln fixiert. An der Seite noch etwas Material eingebracht. Das kann entweder Max-Resorb sein oder auch Humanspongiosa in Partikelform. Wie gesagt, hier ist aufgrund der Größe eine zweite Membran notwendig gewesen, sodass die Bonebilder wirklich von der Umgebung gut und sicher abgeschottet sind.
Jetzt brauchen Sie natürlich für den Mukoperiostlappen mehr Raum, das heißt, der wird hier großzügig mobilisiert. Man muss sehr darauf achten, dass der Mukoperiostlappen ganz locker, spannungsfrei fixiert werden kann. Ansonsten ist das Risiko einer Deeszenz sehr hoch und dieser locker und großzügig mobilisierte Mukoperiostlappen wird dann Entschuldigung, entsprechend vernäht. Meistens mit Einzelknopfnähten. Nehme hier ganz gerne Prolene als Nahtmaterial, einfach weil in der Prolene doch über die Woche oder 10 Tage, die das Material in situ verbleibt, nichts hängen bleibt und so das Infektionsrisiko sehr klein zu werten ist. Können wir etwas beschleunigen. Dann werden die Entlastungs Schnitte vernäht. Der zweite oder nächste große Vorteil dieser Operationsmethode ist natürlich auch die Geschwindigkeit. Man kann rechnen für einen Wohnbilderblock brauchen Sie ungefähr 20 Minuten. Das ist mit einer Zweitentnahmestelle kaum machbar. Hier vielleicht nochmal die Panoramaaufnahmen. Das war die Ausgangssituation. Sie sehen diese massive, der massive Parodontalschaden des Patienten. Dann die Front, die Kieferfront haben wir entnommen. So sieht das dann postoperativ aus. Man kann jetzt natürlich hier in der Panorama-Schichtaufnahme das Bild nicht so gut erkennen. Hier ungefähr kommt das Knochenmaterial, also wirklich fast auf zervikaler Höhe der natürlichen Zähne und dann ist der Patient später auch versorgt worden. Kleinere Lücken ist mit einem Bonebilder nicht ganz so einfach, vor allem im Frontzahnbereich. Hier haben sich eine andere Methode bewährt, aber auch eben aus humanen Spongiosa, und zwar der sogenannte Bone Ring oder auch Knochenring. Dasselbe Schnittverfahren, also die terminale Anästhesie, nach palatinal die versetzte Schnittführung mit Entlastungsschnitt. Dann wird der Mukoperiostlappen mobilisiert. Ich messe mir dann erstmal den Knochendefekt aus. Sie sehen hier diesen starken Knocheneinbruch und sicherlich auch nach vestibulär nicht allzu viel Platz. Mit einem Trepanfräser bohre ich mir dann die notwendige Aufbaustruktur. Also in diesem Bereich will ich dann augmentieren und zwar sowohl, wenn ich nochmal zurückgehen darf, sowohl im lateralen Bereich, also als laterale Augmentation, aber auch in der Höhe. Auch hier will ich eben Höhe gewinnen. Sehen bei den die Skalierung. Nach dieser Trepanierung wird der Knochen geglättet und dann kann ich beginnen,
mit der eigentlichen Implantatbohrung, zunächst die Pilotbohrung und dann, so wie ich das gerne hätte, nochmal abschließend das Trepanieren und mit einem ja, Planierer wird dann letztendlich der Knochensockel entfernt und ich gewinne dadurch eine große Fläche für meinen Bone Ring. Der Bone Ring wird in vier Räder verpackt geliefert. So sieht er aus. Und ich kann ihn, Sie sehen vor allem, dass der Bone Ring schon eine Bohrung hat. Ich kann den Bone Ring erstmal einpassen und kann ihn dann vor allem mit einer Trennscheibe kürzen. In der Regel ist er eben etwas zu lang. Und man sollte jetzt keine unglaublichen Strecken oder keine großen Strecken damit überbrücken. Dann wird der Bone Ring eingebracht und Sie sehen jetzt, dass ich sowohl in der Höhe als auch eben in der Kieferbreite ein gutes Stück gewonnen habe, ohne letztendlich jetzt eine zweite Entnahmeregion aufmachen zu müssen. Und Sie sehen, dass ich hier schon eben die vorgefertigte Aufnahmestelle für das Implantat habe. Dann wird die Implantatinsertion vorbereitet, also das Implantatbett wird aufbereitet und ich kann dann letztendlich die Implantatinsertion vornehmen. Sie sehen also hier eine OP, wo ich im Endeffekt im einseitigen Verfahren sowohl die Augmentation als auch die Implantation vorgenommen habe. Und das geht wirklich relativ schnell. Das Implantat wird inseriert. Ich kann mir dann mit der anhand der Einbringhilfe eben nochmal wirklich angucken, dass ich hier in der richtigen Richtung liege. Aber auch in der Höhe. Sie sehen, dass das Implantat etwas tief versenkt worden ist. Das macht aber nichts. Das kann ich später, wenn das in Knochen dann umgewandelt wurde, in eigenständigen Knochen, kann ich das dann entsprechend bearbeiten. So sieht das dann aus. Sie sehen, ganz wichtig hier vor allen Dingen die gewonnene Höhe, sodass später die klinische Krone eben nicht so lang ist, was im Frontzahnbereich wirklich ganz wichtig ist. Auch das wird mit einer Membran abgedeckt. Jason-Membran. Sie wird mit Friosnägeln fixiert und geschlagen. Das sind nochmal die Materialien, die uns zur Verfügung stehen. Die Bone Rings als Partikelform, als Blockform, eben aber auch als kortikales Platten stehen uns zur Verfügung. In der Partikelform wird die Humanspongiosa ebenfalls geliefert. Das hat einfach Vorteile, dass wenn ich schon im Humanspongiosa arbeite, also wie beim Bone Builder, dass ich dann eben auch die Inkongruenzen damit ausgleichen kann und damit auch dieselbe Struktur habe. So sehen die Partikel aus. Jetzt nochmal die OP, die wir gerade gesehen haben. Sie sehen also, dass ich dann natürlich, um hier ein harmonisches Bild zu erzielen, auch nochmal Partikel einbringe. Sicherlich etwas mehr, als ich später brauche und damit veranschlagt habe. Aber einfach um sicher zu gehen, dass das ästhetische Bild vor allen Dingen in der vestibulo-oralen Richtung dem entspricht, wie ich mir das mit dem Patienten erarbeitet habe. Auch hier muss natürlich der Mukoperiostlappen mobilisiert werden. Vielleicht nicht ganz so stark, wie Sie das vorhin beim Bodenbilder gesehen haben, aber auf jeden Fall mobilisiert und wird dann nach oral vernäht. Auch hier wieder mit Proleme. Ich kann später, das sieht jetzt hier natürlich vielleicht noch nicht ganz so optimal aus, das kann ich später in einer zweiten OP bei der Freilegung dann nochmal im Sinne einer Plastik
optimieren. Was sich sehr bewährt hat, um letztendlich der Heilung noch mehr Vorschub zu geben, ist ein Verfahren, bei dem ich mit Eigenblut des Patienten arbeite. Ich habe jetzt im Vorfeld die Gerätschaft leider dafür nicht fotografiert, das möge man mir verzeihen. Das heißt, dem Patienten wird über die Vene Blut abgenommen. In der Regel mache ich das mit vier Röhrchen, jeweils 10 Millilitern. Dieses abgenommene Blut wird zentrifugiert über einen Zeitraum von 12 Minuten. Das kann man sehr gut präoperativ vorbereiten und nach der Zentrifuge wird dieser Teil letztendlich entnommen, der sogenannte Fibrinklott. Und aus dem Fibrinklott kann ich jetzt eine ganze Menge machen. Ich kann durch eine Platte kann ich aus diesem Fibrinklott eine Membran herstellen. Das habe ich hier in der nächsten Abbildung. Und man muss wirklich sagen, das ist eine Eigenmembran letztendlich des Patienten. Also wir arbeiten letztendlich hier nicht mit Fremdmaterial. Und was der zweite Vorteil der Membran ist, sie ist wirklich vernähbar. Das heißt, es handelt sich hier nicht um irgendein dünnes Häutchen, was ich habe, sondern wirklich um eine vernähbare Membran, mit der ich dann beispielsweise Deeszenzen, die mir in der OP entstehen oder auch postoperativ entstanden sind, ausgleichen kann. Ich kann das wirklich zwischen zwei Mukoperiostanteilen einnehmen. Ich kann aber auch diesen Fibrinklott nehmen, um ihn mit Humanspongiosa vermischen und erhalte damit eine knetbare, eine wirklich knetbare Masse. Und diese knetbare Masse eignet sich hervorragend für größere Defekte. Das können große Zystendefekte sein, das können Defekte sein, wenn ich lateral augmentieren möchte. Also ich habe hier eine ganze Menge Spielmöglichkeiten. Und vor allen Dingen ist es kein zeitlich großer Aufwand. Wie gesagt, Sie können das präoperativ sehr gut vorbereiten. Die Herstellung der Membran, so wie wir das hier gesehen haben, dauert dann nochmal 2 Minuten. Das heißt, es wird auf den Fibrinklott eine dünne Metallplatte aufgelegt und allein durch dieses Gewicht entsteht die Membran nach 2 Minuten, sodass, wenn man das so einigermaßen im OP-Team eingespielt hat, man dann auch keine Operationszeit letztendlich unnötig verlängert. Genauso ist das hier mit der Mischung mit Humanspongiosa. Wenn wir uns jetzt diesen Defekt angucken, eine ganz junge Patientin, großer, großer zystischer Defekt, ist leider ein bisschen unscharf geworden, die Aufnahme von diesem zystischen Defekt, den können Sie schlecht mit dem Bone Ring bearbeiten. Da hat wirklich jetzt dieses Verfahren, was ich Ihnen jetzt beschreibe, Vorteile. Sie bringen also hier diesen Fibrinklott samt der Humanspongiosa ein. Und das, weil es wirklich sich fast schon um ein knetbares Material handelt, sehr gut formen. Und dann eben wieder mit einer Membran abdecken und vernähen. Hier haben wir jetzt mal keine Proline genommen, sondern Vicryl, um der Patientin eine Nahtentfernung zu ersparen. Was sind jetzt die Fazit und die Vorteile von den verwendeten Materialien im Humanbereich? Zum einen bei ausgedehnten Defekten des Kiefergangs. Zum Zweiten können Sie eben gleichzeitig horizontale und vertikale Augmentationen in einem Schritt vornehmen, ohne dass Sie jetzt vor allen Dingen große, große OP-Felder haben, aber vor allen Dingen dieses in einem Schritt.
Sie haben mit dem Bodenbilder, den ich Ihnen gezeigt habe, einen individuell gefrästen allogenen Block. Und mit diesem individuell gefrästen Block können Sie Knochendefekte wirklich aufs Maß genau auffüllen. Es ist ein sehr praktikables Verfahren und damit auch ein anwender- und patientenfreundliches Verfahren. Denn wie gesagt, der große Vorteil ist eben, dass Sie hier keine zweite Entnahmestelle haben. Die Morbidität und das Risiko für den Patienten ist deutlich reduziert. Die Materialien sind weniger spröde und aufgrund des Designs bereits im Vorfeld sehr exakt an die Defekte angepasst in diesem CAD/CAM-Verfahren. Und Sie brauchen eben keine zweite Entnahmestelle für die autogenen Knochenblöcke. Insgesamt kann man also sagen, dass die Richtung, die wir eingeschlagen haben, also autologe Knochen zu verwenden als Golden Standard, das haben wir nie verlassen, das ist nach wie vor so. Aber wir haben mit den allogenen Blöcken und den allogenen Materialien, die uns jetzt zur Verfügung stehen, ein Verfahren erreicht, mit dem wir den Golden Standard sozusagen erreichen und auf Augenhöhe mit den autologen Materialien stehen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen einigermaßen guten Überblick geben über die Verfahren, die wir hier im OP-Zentrum in Darmstadt durchführen. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit recht herzlich bedanken und möchte Sie vor allen Dingen noch auf einen Termin hinweisen. Am 16. März findet in Frankfurt am Flughafen ein Workshop statt, in dem ich auch nochmal einen ähnlichen Vortrag halte und wir Sie danach zu einem Besuch im Flugsimulator einladen. Das ist etwas, was wirklich ein Highlight ist, muss man wirklich sagen, denn da kommen Sie nicht einfach so hin in den Flugsimulator. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.